Hallo zusammen beim Grubenbeispiel von vorher. Wir haben uns im vorigen Video das Volumen der beiden Baugruben ausgerechnet und können jetzt mit der zusammengesetzten Schlussrechnung beginnen. Wir haben drei Bagger, wir haben drei Wochen und wir haben das Volumen der ersten Baugrube. Also ist unser Ansatz drei Bagger brauchen 3 Wochen für ein Volumen von 9.600 Kubikmeter. Die zweite Baugrube, 4 Bagger arbeiten an dieser Baugrube auf der Baustelle und wir wollen uns die Zeit ausrechnen, die die Bagger zum Ausheben dieser 5.400 Kubikmeter benötigen. Okay? Wie immer, wir setzen den Pfeil von x nach oben, immer, und beginnen wieder mit der Überlegung, wir halten uns eine Angabe zu, wir halten das Volumen einmal zu und überlegen nur, 3 Bagger 3 Wochen, 4 Bagger wie viele Wochen? Mehr Bagger auf der Baustelle, also auch weniger Wochen. Mehr Bagger brauchen weniger Zeit zum Ausheben der Grube. Mehr, weniger, ungleiche Konstellation, unterschiedliche Pfeilrichtung, der Pfeil geht nach oben. Geht dieser Pfeil automatisch nach unten. Mehr Bagger brauchen weniger Zeit. Mehr, weniger. Unterschiedliche Konstellation, unterschiedliche Pfeilrichtung. Wir halten uns die Bagger zu und überlegen uns das Ganze mit den Wochen und mit dem Volumen. Weniger Volumen bedeutet natürlich auch weniger Zeit. Ganz logisch. Weniger Volumen, weniger Zeit. Gleiche Konstellation, gleiche Pfeilrichtung. Der Pfeil geht nach oben, geht dieser Pfeil auch nach oben. Weniger Volumen, weniger Zeit. Gleiche Konstellation. Okay? X ist gleich. Bruchstrich, die Zahl, die beim x steht, oben. Bringen es wieder ein, das wissen wir jetzt aber schon, das ist immer gleich. Und wir gehen wieder entlang der Pfeile. Der Beginn der Pfeile steht oben, oben steht ein Dreier, also mal 3 und unten steht die Spitze des Pfeiles. Oben steht der Beginn des Pfeiles, das heißt 5.400, und unten steht die Spitze des Pfeiles, 9.600. Wir können ja auf jeden Fall kürzen die Nuller, das fällt uns ja gleich direkt auf, dass wir die streichen können. Und wir sehen auch, die Zahl 96 können wir durch 3 teilen. 96 geht durch 3 teilen. Ob wir das mit diesem Dreier oder mit diesem Dreier kürzen, ist vollkommen egal. Tatsache ist, hier steht 1 und hier steht dann natürlich 32. Okay? Jetzt schreibe ich es noch einmal neu an. X ist gleich. Oben habe ich 3 mal 54 dividiert durch 4 mal 32. Okay? Und dann erkenne ich ja, dass ich hier auf jeden Fall durch 2 dividieren kann. Das heißt, ich erhalte hier 2 und 54 durch 2 ergibt natürlich 27. Wenn ich jetzt ausmultipliziere, 3 mal 27 erhalte ich 81
und unten 2 mal 32 natürlich 64. Jetzt muss ich wirklich ausrechnen mit dem Taschenrechner und wir erhalten ein Ergebnis, das lautet 1,265625. Einheit Wochen. Das heißt, so lange dauern die Arbeiten jetzt bei der zweiten Grube an. 1,265 Wochen. Das wäre das Ergebnis. Man kann dieses Ergebnis natürlich jetzt dann auch noch umwandeln in Tage, in Stunden, in Minuten und Sekunden. Prinzipiell wären wir hier aber fertig. Die zusammengesetzte Schlussrechnung ist fertig und die exakte Umwandlung, die aber hier natürlich keinen Sinn macht, weil so genau kann man es nicht kalkulieren, erkläre ich euch jetzt dann im nächsten Video. Alles klar?